Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 15 Video und ihr habt ja gerade das neue Intro gesehen. Gefällt es euch oder gefällt es euch nicht? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Und heute haben wir eben die Buy First Special Card Challenge am Start. Das Ganze machen wir gegen einen Abonnenten, gegen den Florian Heid. Den habe ich auf Facebook ausgelost und falls ihr eben auch mal gegen mich zocken wollt, müsst ihr einfach bei Facebook vorbeischauen. Da werde ich das ab und zu mal posten, wenn ich dann eben sozusagen einen Gegner für ein Video brauche. Und das ist eben die Buy First Special Card Challenge. Man kauft einfach die erste Special Card, die man auf dem Transfermarkt findet. Team of the Year, Team of the Season, Footy, dann gibt es noch pinke Karten, Heroes, da gibt es alles mögliche. Mein einziges Problem ist, dass ich nur 570.000 Münzen habe. Das heißt, wir müssen einfach unter diesem Budget bleiben. Wenn ein Spieler jetzt irgendwie 500k kostet, müssen wir erstmal schauen, ob wir uns den holen. Sonst schauen wir einfach noch weiter, ob wir noch einen günstigeren finden, ob wir eine günstigere Special Card finden. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Keeper. Und dann starten wir auch gleich mal mit dem Torhüter. Wir suchen einfach Transfermarkt suchen und dann schauen wir einfach mal, welchen Spieler wir so bekommen. Und auf jeden Fall ist bis jetzt noch keine einzige Special Card aufgetaucht. Und dann haben wir Roberto hier am Start und ich denke, den dürfte ich sogar noch im Verein haben. Und dann sehen wir uns gleich. Da haben wir ihn auch schon, den Roberto. Er ist auf jeden Fall kein schlechter Keeper. Den habe ich schon ein paar Mal gezockt. Auf jeden Fall ein richtig starker Mann im Tor. Dann machen wir weiter mit dem Linksverteidiger und schauen einfach mal, welche Special Card da jetzt auftaucht. Schauen wir einfach mal, welche Karte wir bekommen. Und ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, es wird nicht allzu teuer. Und es ist Williams. Der geht auf jeden Fall klar. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den. Da haben wir also den 4-Sterne-Holländer als Linksverteidiger dann auch eingebaut. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal den Innenverteidiger. Vielleicht finden wir gleich bei den ersten beiden Seiten einen Spieler. Okay, das ist nicht der Fall. Vielleicht jetzt oder jetzt oder jetzt. Ich bin richtig gespannt. Und es ist ein Silber-Team of the Season aus der MLS. Sehr, sehr interessant. Und dann schauen wir einfach mal, was der dann im Spiel so leistet. Und dann holen wir uns den kurz. Da haben wir ihn auch schon ins Team geholt, den Amerikaner. Und da machen wir gleich noch den nächsten Innenverteidiger. Das hat ja jetzt eher ein bisschen gedauert. Da dürfte jetzt auf jeden Fall ein neuer Spieler auf dem Transfermarkt aufkreuzen. Und es ist Perrin Info mit einem 86er Rating. Auch ein richtig interessanter Mann. So, da haben wir uns den Franzosen auch ins Team geholt. Bis jetzt nur Team of the Season Karten und eine silberne sogar. Und dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal den Rechtsverteidiger. Und da haben wir es drin und das ist der erste Inform. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den. So, dann machen wir gleich mal weiter mit dem rechten Mittelfeldspieler. Da könnten sehr, sehr geile Spieler aufkreuzen. Das sind sehr, sehr schnelle Spieler auf dem Markt. So, Freunde, da war einer. Es war Stindl von Hannover. 96, interessanter Mann, hat, glaube ich, aber nur 3-Sterne-Skills. Und dann holen wir uns den schnell. Da haben wir den Spieler aus der Bundesliga auch ins Team geholt. Und dann machen wir gleich mal den zentralen Mittelfeldspieler. Vielleicht finden wir jetzt schneller einen. Ist Cavani als ZOM. Als ZM. Sehr, sehr interessante Karte mit dem Hunter Chemistry Style. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den Cavani im zentralen Mittelfeld. So, Freunde, da haben wir uns Cavani auch ins Team geholt und den gibt es leider nur als Stürmer mehr auf dem Markt. Der ZM, der wurde uns dann leider weggekauft und es gibt einfach keine Karte von ST auf MS. Die muss man sich ja filtern und es ist mir einfach zu mühsam jetzt. Deswegen machen wir einfach weiter mit dem nächsten zentralen Mittelfeldspieler. Und da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Bekommen wir wieder einen Stürmer, der im ZM umgeformt ist und das ist Grenier oder wie man den ausspricht. Den holen wir uns gleich und machen dann auch direkt weiter mit dem linken Mittelfeldspieler. Da dauert es, glaube ich, immer ein bisschen länger bei den Außen. Spielern. Da gibt es anscheinend nicht so viele Informs, Team of the Seasons oder pinke Karten und wir bekommen einen Silber-Inform. Sehr, sehr interessante Karte. So, da haben wir dann auch den Olsen mit 82 Tempo und 3 Sternen. Es gilt leider nur jetzt als LF, aber das ist auch ziemlich egal. Das ist ein Chemiepunkt und der macht es jetzt auch nicht wirklich aus. Und dann suchen wir gleich noch den Stürmer und da müssen jetzt echt richtige Kracher auftauchen, damit wir das Spiel auch gewinnen gegen unseren Abonnenten. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Und es ist Higuain und den können wir uns nicht leisten. Tut mir leid, ihr seht es, 251 und oben habe ich 210. Da müssen wir weitersuchen. Da habe ich leider jetzt keine Option, sage ich mal. Es tut mir echt leid, aber ich habe einfach nicht mehr so viel. Griezmann haben wir gesehen, aber den können wir uns auch nicht leisten. Tevez können wir uns auch nicht leisten. Ach du Kacke, was wären das für Spieler gewesen? Wir hätten richtig, richtig, richtig geile Spieler bekommen im Sturm. Aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Ihr könnt es sehen. 210.000 Münzen und Kane in Silber, die können wir uns leisten. Interessante Karte als Silberkarte noch. Und dann holen wir uns den schnell. Ja, Freunde, ich weiß es selber, es war der Silber-Inform, aber der Silber-Inform kostet einfach ein bisschen mehr als der goldene Team of the Season. Deswegen habe ich mir gedacht, hauen wir einfach den Team of the Season raus, ist ja auch viel geiler. Wenn man mit einem besseren Spieler spielt, es geht ja jetzt nicht wirklich um den Sieg, es geht ja darum, dass wir dieses Spiel hier, also diese Spieler hier austesten können und dass wir eben mal ein Spiel mit denen machen und da bekommen wir jetzt noch als letzte Karte
Keane oder Kane, das sind also sozusagen fast die gleichen Spieler, kann man schon sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr ähnliche Namen und dann würde ich sagen, holen wir uns den und dann haben wir unser Team auch schon vervollständigt. So, da haben wir unser Team dann auch schon zusammengebaut. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Team geworden. Wir haben auf jeden Fall hier zwei Links durch die Ligue 1 sozusagen bekommen. Dann haben wir aber leider nur eine 30er Chemie. Dann stellen wir jetzt noch irgendeinen, irgendeinen Manager rein, der jetzt eh nichts für die Chemie bringt, sieht aber besser aus. Und das ist eben das Team. Wir haben sogar zwei Silberkarten, wenn man das so sagen kann. Einen Team of the Season und einen Inform. Auf jeden Fall sind das keine schlechten Spieler, aber jetzt auch nicht die besten Spieler. Vorne hätten wir natürlich Griezmann und Tevez bekommen können, aber ich habe einfach die Coins nicht mehr gehabt. Und jetzt hat mir gerade der Florian Heid geschrieben, dass er leider doch keine Zeit hat und dass er erst wieder am Nachmittag zocken kann. Aber ich muss das jetzt aufnehmen, weil ich am Nachmittag dann auch weg muss. Deswegen müssen wir jetzt leider doch gegen einen Online-Gegner antreten sozusagen. Aber das Team ist ja trotzdem dasselbe. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Game. So, da haben wir also auch schon unseren Gegner gefunden. Er spielt hier mit den roten Trikots und wir mit unseren weißen Bayern München Trikots. Und da bin ich mal richtig gespannt, was er für ein Squad hat. Ligue 1 heißt sein Team und ihr habt dann auch natürlich ein Ligue 1 Team. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Lacazette, El Shaarawy, Ben Arfa. Dazu einen Team of the Season und Sirigu im Tor. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Team und dann starten wir ins Game. Ja, schönes Tackling und da oben steht einer und es ist Kane. Ich habe keine Ahnung und er schießt jetzt einfach mal und der Tormann musste natürlich parieren. Okay, jetzt mal ein Distanzschuss. Ein Distanzschuss mit Cavani, da haben wir einen Stürmer, der auch schießen kann. Da kommt der Gegner zum Abschluss und es ist Lacazette gewesen, aber unser Keeper Roberto hält den Ball mit einer klasse Parade. So, jetzt kommt der Gegner mal mit einem richtig guten Schuss. Ben Arfa mit einem Freistoß, aber Roberto ist natürlich zur Stelle. So, jetzt kommt der Gegner mal und der Gegner ist auf jeden Fall wirklich, wirklich gut. Das könnt ihr hier sehen, was der für Skills auspackt die ganze Zeit. Oh mein Gott, das ist richtig schwer zu verteidigen hier. Boah, geh doch hin jetzt mal hier. Lacazette ist durch, Lacazette spielt drüber auf Shaarawy. El Shaarawy mit dem Lupfer, was willst du da machen? Der Gegner hat es auf jeden Fall richtig drauf, der kann skillen, der kann einfach richtig gut FIFA spielen. Das muss man echt so sagen. Schön gemacht, Cavani. Schick ihn durch jetzt, aber der ist nicht so schnell, der Kane oder Keane, ich weiß es nicht. Schick jetzt rüber auf Kane und Kane mit dem Volley, oh mein Gott, was war das für eine schöne Aktion. Aber die Situation ist noch heiß und ich kann jetzt gar nicht richtig kommentieren, die Flanke kommt rein. Aber jetzt ist Halbzeit, bei so einer Situation kann man noch nicht zur Halbzeit abpfeifen. Auf jeden Fall steht 1:0 für unseren Gegner und das ist auf jeden Fall ein richtig guter Gegner. Und dann sehen wir uns in Halbzeit Nummer 2. Da oben läuft sich einer frei, und das ist Grenier und der bekommt den Ball sogar fast. Man muss allgemein sagen, wir schlagen uns eigentlich nicht allzu schlecht. Man muss bedenken, dass unser Team 30 Chemie hat und die Spieler jetzt auch nicht die genialsten sind. Es sind zwar alle Special Cards, aber sie sind nicht so gut, wenn man das so sagen kann. Wir haben ein paar langsame Spieler, wir haben nicht die schnellsten Spieler, also auf jeden Fall schlagen wir uns nicht allzu schlecht. Cavani jetzt aus der Distanz, Edison Cavani, was war das für ein Tor? Oh mein Gott, ich komme gerade gar nicht drauf klar. Was war das bitte für ein wunderschönes Tor? Das müssen wir uns in der Wiederholung auf jeden Fall nochmal reinziehen. Er haut ihn einfach mit seinem schwachen linken Fuß in den Winkel und aus so einer Distanz. Und das dann noch mit einem Chemie wahrscheinlich, weil er mit einer Stürmerkarte auf dem ZM spielt. Was war das für ein krankes Tor? Ich kann echt nicht mehr. Also dieses Tor, das hat echt schon was von einem Spieler mit einem Chemie. Und dann noch der schwache Fuß, also das Tor war wirklich ein Traumtor. Und somit steht es 1:1. Schick ihn oben durch, das habe ich gesehen. Komm jetzt, Keane, Kane, Kane. Super Schuss, aber auf jeden Fall von Keane. Und der andere heißt Kane, das habe ich mir jetzt gemerkt. So, jetzt haben wir hier Kane, Harry, Kane. Wunderschön gemacht. Spiel ihn rüber. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Unten läuft sich einer frei und es ist Keane, Robbie Keane. Oh mein Gott, richtig schöne Aktion. Ist der AFK der Gegner? Okay, warte, dann warten wir hier. Und, schlecht gemacht von mir. Aber ich weiß gar nicht, ist der Gegner jetzt rausgegangen? Aber wieso denn noch? Es steht 1:1. Ich glaube, der hat seinen Controller nur kurz weggelegt. Okay, Freunde, der Gegner ist wieder online. Der Gegner ist plötzlich wieder da. Oh mein Gott, was macht Roberto da? Ich war gerade richtig überrascht davon, dass der Gegner plötzlich wieder on ist. Und dann macht Roberto hier auch nochmal so einen Schnitzer. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass der Gegner offline ist.
So, Freunde, die Partie ist vorbei. Es endet also mit einem gerechten 1:1. Der Gegner hat nicht schlecht gespielt, war dann kurz offline. Das habe ich dann aber leider nicht ausnutzen können. Und da würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Byfer Sky Challenge sehen wollt. Zum Ende von FIFA 15 vielleicht nochmal ein Byfer Special Card oder vielleicht noch was Besonderes, ein Byfer Special Nationen Card oder so, wenn man das so sagen kann. Oder vielleicht einfach nur mit einer Nation. Das könnte auf jeden Fall auch noch richtig interessant werden. Schreibt auf jeden Fall eure Vorschläge in die Kommentare und dann verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zusehen, schreibt auf jeden Fall noch eure Meinung zum Intro in die Kommentare und dann war es das jetzt auch wirklich. Ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA All-Stars.